Ohne Gewerkschaften ist eine ernsthafte Veränderung der Gesellschaft hin zu einer solidarischen, zu einer sozialeren Gesellschaft nicht denkbar, weil Gewerkschaften in der Lage sind, Streiks zu organisieren, weil sie eine kollektive Arbeitsniederlegung hinbekommen und damit ökonomischen Druck ausüben können, im Gegensatz zu vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen. Die Tatsache, dass Gewerkschaften wieder mehr Ausstrahlung haben, liegt daran, dass sie tatsächlich in wichtigen gesellschaftlichen Feldern auch aktiv sind. Das Neue an den aktuellen Kämpfen lässt sich vielleicht mit drei Punkten gut zusammenfassen. Zum einen sind es andere Gruppen, die streiken, andere Gruppen, die sich gewerkschaftlich organisieren und sich wehren. Früher war ja der Industriearbeiter im Blaumann sowas wie der Prototyp der Gewerkschaftsbewegung. Und heute müsste man eigentlich sagen, steht da eine junge Frau. Das ist aber noch nicht überall angekommen. Es ist noch nicht überall angekommen, dass in den 70er Jahren noch 80% der Streikenden aus dem Industriebereich kamen, aus dem Bereich der IG Metall. Und dass seit Mitte der 90er Jahre die Auseinandersetzungen in den Dienstleistungsbereichen massiv zunehmen. Zweitens geht es um neue Streikformen, neue Kampfformen. Das liegt daran, dass in Krankenhäusern, in Kindertagesstätten, bei Amazon, im Einzelhandel gestreikt wird und dass es für diese Bereiche auch neue Streikformen geben muss, weil sie andere Herausforderungen mit sich bringen. Drittens sind es auch andere Themen, die wichtig sind. Wir sehen ganz oft, dass das Thema Arbeitsintensivierung, die Belastung in der Arbeit wichtig ist in den Auseinandersetzungen. Beispielsweise in den Krankenhäusern, in den Kitas. Und wir haben gesehen, ein Thema, was eng damit zusammenhängt, ist das Thema Arbeitszeit, was die IG Metall ziemlich prominent in ihrer letzten Tarifrunde 2017, 2018 gesetzt hat. Und wo ich denke, dass dieser Zusammenhang Arbeitszeit und Arbeitsintensivierung auf jeden Fall eine der wichtigen Auseinandersetzungen in Zukunft wird. Und da, glaube ich, ist es auch wichtig, das als eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung zu führen. Und das ist ein Grund, warum Gewerkschaften für die Stiftung so enorm wichtig sind und warum wir so einen Fokus auf diese Auseinandersetzung legen. Ein weiterer Grund, warum wir uns die Auseinandersetzung so genau angucken, ist, dass wir sehen, dass in diesen Auseinandersetzungen auch neue Formen entstehen, neue Kampfformen der Arbeiterbewegung, neue Methoden. Und da haben wir in den letzten Jahren uns Amazon genauer angeguckt. Amazon ist für uns sowas wie ein Labor des Widerstands, weil die Beschäftigten bei Amazon über Jahre hinweg für einen Tarifvertrag und für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen und über so einen sehr, sehr langen Zeitraum viel ausprobieren konnten und viele Sachen entwickelt haben. Und sie auch sehr sie stellvertretend für viele Probleme stehen, die es heute in der Arbeitswelt gibt. Also zum Beispiel die Auseinandersetzung mit einem gewerkschaftsfeindlichen Unternehmen, das Amazon ist. Die Beschäftigten bei Amazon in Deutschland haben angefangen, sich zu treffen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Standorten, haben angefangen, sich auszutauschen und haben angefangen, auch ihre Strategien miteinander zu besprechen, was sie auch sehr früh angefangen haben, die Zusammenarbeit mit Externen, mit Bündnissen, mit der Bevölkerung, die sie ganz bewusst auch in ihre Protestformen mit eingebunden haben. Eine andere wichtige Sache, glaube ich, die bei Amazon entwickelt wurde, war, dass sie selbstständig angefangen haben zu überlegen, wann ein Streik am sinnvollsten ist. Also dass nicht mehr Verdi das entschieden hat, sondern die Beschäftigten, die sich einfach im Unternehmen auch am besten auskennen. Und sie haben sowas entwickelt wie eine Nadelstichtaktik. Also dann zu streiken, beispielsweise im Weihnachtsgeschäft, wenn es Amazon am meisten wehtut. Und das, finde ich, sind wirklich interessante Ansätze, die für viele, viele andere Bereiche aktuell für die kommenden Auseinandersetzungen relevant sein könnten. Und wir in der Stiftung haben entschieden, uns solche Erfahrungen anzugucken und sowas wie ein Erfahrungsschatz zu sammeln und der Gewerkschaftsbewegung zur Verfügung zu stellen,
Zum einen in Publikationen, aber auch auf Veranstaltungen, wo es natürlich auch nochmal in einer anderen Weise möglich ist, Erfahrungen auszutauschen, direkt voneinander zu lernen und auch zu diskutieren, wie solche Erfahrungen auch verallgemeinert werden können. Die neuen Streiks zeigen, ja, dass Gewerkschaften durchaus auch wieder in die Offensive kommen können. Man sieht dort neue Streikformen, neue Kampfformen, die man verallgemeinern kann, die auch sowas wie Ansätze sind, um die Gewerkschaften insgesamt zu verändern und zu erneuern. Konfliktorientierter zu machen, Gewerkschaften demokratischer zu machen und partizipativer. Wir gehen davon aus, dass es sowas gibt in den Gewerkschaften wie eine Suchbewegung. Dass wirklich sehr viele betrieblich aktive und hauptamtliche Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sehen, es muss sich was verändern. Wir bieten mit den Streikkonferenzen, Konferenzen, die wir regelmäßig veranstalten, was wie eine Plattform für diese Bewegung der Erneuerung in den Gewerkschaften an, wo man sich austauschen kann und über neue Ansätze, über eine andere Gewerkschaftsarbeit diskutieren kann.